Warte mal, ich bin da auch dran! Ich bin einfach Gottbosser, Digga. Ich musste für das Nein! Edwards noch so hart abbremsen. Ich bin gegen das Flugtor gedonnert vor dem Long Jump. Oh. Bei der Schafsrasse, das bringt übrigens nichts mit der Wolle, weil die Wolle, die kannst du zwar verwenden, aber nicht für Klamotten, dafür ist die zu rau. Genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, lass uns doch eine Koop machen. Wenn ihr Teppiche macht oder Spielsachen, Digga, scheiß auf Teppiche, dann geht's. Digga, Marvin muss jetzt auch zu so einem anonymen Streichelzoo oder zu Ares kommen, Alter, weil er in allen Streichelzonen in seiner Umgebung Hausverbot hat, Alter, weil er den Schafen immer in allen Eiern rumkitzelt. Da fährt er einfach komplett gegen, der sitzt ja. Oh, als hätte ich jetzt eine Wahl gehabt, ob ich dagegen war oder nicht, Alter. Das war deine scheiß eine Sekunde. Dass ihr dabei seid. Heute wieder eine legendäre Runde GTA. Wir zocken heute von Nilleshof den guten alten Windmill-Parcours. Und deswegen haben wir heute natürlich dabei den guten Windrad-Kontrolleur Deko. Ein wunderschön. Oh, yeah, muchachos. Die Windmühlenfachkraft ist zurück. Yeah. Und auf geht's. Ares natürlich. Ares, du bist jetzt Dekos Praktikant, ja? Easy. Ein freundliches und saftiges in die Runde. Was geht? Hallöchen. Ares, geh mal die Schraubenwichse holen. Oh Mann, jetzt geht's wieder los. Oh, es gibt Muchachos, haut mal bitte in die Kommentare. Falls ihr aus eurer Ausbildung oder von wo auch immer so Sprüche habt, die man immer so neue Auszubildende in die Werkstatt schickt. Wie zum Beispiel, geh mal Schraubenwichse holen oder irgendwie sowas. Und dann pimmeln wieder 10 Minuten lang in dem Lager rum und wissen nicht, was sie suchen sollen, aber sind auch, wollen auch nicht zurückkommen, ohne irgendwas in den Händen zu haben. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wonach ich suchen sollte. Nee. Wenn man Schraubenwichse suchen sollte, wüsste ich auch nicht. Aber es gibt da, so ein paar lustige Sachen, die man die Leute dann holen lassen kann. Müssen wir da rein jetzt? Wir also müssen da durch. Der Punkt ist... Stimmt, ist weiter unten. Dahinter, ja. Ah, dahinter, okay. Ein bisschen langsamer dann fahren, ne? Ja, okay. Ich komme von irgendeinem Chaco-Windschatten. Ah, ich war noch minimal zu schnell. Also, Windrad-Kontrolleur Deko, er hat natürlich wieder seine Weste an, denn bei den Losers ist natürlich auch Safety Arbeitssicherheit ist vorgeschrieben. Oh ja, yeah, Deko ist drinnen, der Windmühlenkontrolleur, er weiß, was er macht. Aber du kannst aber noch verkacken, glaube ich. Ich sehe noch nicht den Punkt. Ja. Nee, der Punkt ist da. Hier ist kein Windrad, das hier in den Gefährdungsbereich hereinragt. Also, ich habe den Punkt. Ja. Let's go. Ach, der ist da unten direkt? Der ist da unten, geil. Einfach nur da drin. Windrad! So, ich will mich erstmal bedanken für die ganzen Glückwünsche und Herzchen, Muchachos. Herzchen geht raus. Ich hab sie gelesen, ja. Kuss geht raus. Und, hat er eh nicht. Und der gute Deko hat ja in der Zeit für GTA gesorgt, hat dafür gesorgt, dass alle Videos natürlich pünktlich kamen. Ja, natürlich! Ich hab nur von Nugi, das muss ich mal kurz vorlesen, ja. Nugi hat mir einen Screenshot geschickt von einem Kommentar. Kann ich auch noch mal vorlesen. Von wem? Von C4664L. Und der schreibt auch immer direkt am Anfang der Videos. Er hat geschrieben, ey, wenn Deko alleine einen Kanal hätte, können wir uns freuen, wenn ein Video pro Woche kommt. Oh yeah. Nein, die würden schon alle jeden Tag kommen. Nur halt nicht zu festen Zeiten. Ich glaube, dem Deko fehlt einfach so die Routine, ne? Also habe ich das Gefühl. So, ja, okay, also ich habe gestern, also Sonntag, saß ich da. Ich habe dann irgendwann Last Epoch zocken können. Und auf einmal gucke ich auf mein Handy und sehe so eine Nachricht von Nugi. GTA fehlt. Ja, guck mal, so, das Nugi, fuck, scheiße, stimmt ja, ich muss das ja einstellen. Ich guck auf mein Handy, Alter, 15.30 Uhr oder irgendwie sowas. Ich hatte dir auch geschrieben gehabt. Scheiße. Wieder verkackt. Irgendwo hat dir GTA gefehlt. Aber ja, also gerade, also diese GTA-Folge um 14 Uhr, das ist einfach, das ist nicht mein... Nicht dein, mein, da, mein, da meine nicht Aufgabe gerne auf, ne? Normalerweise und das da habe ich nicht in meinem Rhythmus drin. Klassiker. Da habe ich einfach den Rhythmus nicht drin. Aber jetzt ist Papa ja erstmal wieder da. Wir haben jetzt so ein paar Stunden am Tag, wo ich mich abkapsel und für euch Aufnahmen produzieren kann und dementsprechend. Und GTA einstellen. Und GTA natürlich einstellen kann. Hoffentlich, ja. Mir darf jetzt kein Fehler passieren. Also, es wird wieder ein bisschen Normalität reinkommen, ja, aber nur ein bisschen. Irgendwie. Wir arbeiten daran, Muchachos, wir arbeiten daran. Ansonsten. Aber ja, also ich kann auf euch auf jeden Fall zockermäßig jetzt mal ganz kurz einen Zocker-Talk. Ja, mach kann mal. Euch Last Epoch sehr ans Herz legen. Wenn die Server laufen, weil man kann auch offline zocken.
Das macht keinen Unterschied, außer dass man ein paar Online-Funktionen nicht hat. Ist richtig geil. Also macht wirklich unfassbar Spaß. Ich habe jetzt am Wochenende, glaube ich, an zwei Tagen 15 Stunden gezockt, 16 Stunden gezockt. Alter Schwede, übrigens First Try drüben. Was ist los bei euch? Digga. Das ist wieder typisch Marvin Luck, Alter. Ja. Hä, das ist ein Skill, Brudi. Ich habe einfach 1000 Jahre nicht gespielt und alles schon wieder weggeskillt hier. Ja. Kein Problem. Wer sind die? Ja. Aber Nilistov erstmal, bevor Dekwitz hier seine Lobeshymne dem Spiel gegenüber weiter kundtut. Oh, ich bin schon fertig eigentlich. Vielen, vielen Dank für geniale Maps. Ich habe gesehen, es gibt Papa Bossa Maps und so. Also wirklich vielen, vielen Dank. Was? Werden wir natürlich. Ja, da steht so ganz fett Papa Bossa. Wie also, geil ist das denn, ey? Also es gibt jetzt demnächst auf jeden Fall noch ein paar Maps, die ich so gemeinsam dann mit euch zelebrieren kann, ist wahrscheinlich. Das ist richtig geil. Digga, ist geile Idee, ey. Also richtig vielen Dank. Und ich find's auch geil, dass auch Nilistov dir gesagt hat, ein bisschen einfacher, 20 bis 30 Minuten Challenge, denn uns erwartet, also wir haben noch andere Maps, die wir dann zocken, aber da wir gerade super limitiert sind von der Zeit her, ist es natürlich auch schwierig, jetzt so eine brutale 12-Stunden-Map hier reinzuzwirbeln. Ach fuck, nach oben springen. Ja! Ne, deswegen, ja! So 20, 30 Minuten. Digga, das Windmühlen! Hier, Windmühlenkontrolleur! Achtung, Achtung, das wird alles kaputt! Welches? Dieses hier, das ist gerade dreimal durch mich durchgefahren, als wäre ich nur Luft. Okay. Das ist ganz klar, ist das hier, ich muss das der Stadt melden und dann müssen wir das Windrad einmal erneuern. In die Wartung geben. Als wäre Deko nur Luft. Das erinnert mich an so einen Spruch, den ich letztens gelesen habe. Warte mal. Ja. Dass du das nur Luft zwischen den Ohren hast, oder? Nee, also das ist politisch absolut null korrekt, ne? Also wirklich null. Aber da steht, ich bin zwar sichtbar geboren, aber identifiziere mich als sichtbar. Ich bin transparent, meine Pronomen lauten wer und wo. Leider hast du einen Fehler gemacht beim Vorlesen, aber echt, es war nicht lustig. Ja, hat er. Ja. Ich identifiziere mich als sichtbar gesagt. Ja. Ach so, ah, shit, ey. Nein! Ey, Digga, das Marvin hier einfach schon wieder drüber ist, Alter. Fick mich. Das war gar kein Problem. Ja, lass mich raten, das war sogar gar kein Problem. Einmal drauf und bin aber komplett drüber gerollt. Ah, Digga, ey. Du musst einfach nur Pro-Fucking-Bosser sein. Übrigens, ich hab Bosser, mein Handy jetzt eigentlich auch. Ach so, nee, Deko war noch gar nicht fertig mit seiner Lobeshymne, oder? Dem Spiel gegenüber. Oh, ja, nein, doch, es reicht eigentlich. Also für das, was ich sagen wollte, zockt es, testet es aus, ist das wirklich geil. Die Server sind leider überlaufen, das heißt, die Server sind leider immer noch nicht sehr stabil. Finally. Ich habe gestern am Sonntag ab 16 Uhr quasi nicht mehr zocken können. Besser als Helldivers? Oh. Wahrscheinlich das eine Solo, das andere ist Koop, ja, ne? Ja. Wobei du bei Last Epoch auch Koop-Multiplayer zocken kannst. Ja. Aber also es ist halt ein anderes Game. Das eine ist da Shooter-mäßig, das andere ist einfach Action-RPG. Ich würde sagen, es ist vielleicht minimal besser als Helldivers, weil es mehr Umfang hat. Schmutz! Digga. Also am Ende, Helldivers ist ja bis jetzt, wir haben zwei Gegnertypen, und haben so eine Handvoll unterschiedliche Missionen, die man auf dem Planeten macht. Ja, einfach umfangmäßig ist Helldivers nicht die Krone der Schöpfung. Ich kann auch dir jetzt schon mal sagen, komm, nicht rausfahren. Okay. Dreh da deine Runden erstmal. Ja. Du musst unten dann abfahren und dann springst du von einem weißen Warride, den du solltest dir erstmal anschauen, springst du rüber auf einen grünen Warride. Und jetzt kommt Ares Achtung, auch noch rein. Ares. Jetzt musst du, ja, warte. Warte, ich fahr ein bisschen runter. Ich hab's. Kannst du grad, fahr da ganz oben. Ja. Deswegen achte darauf, nicht zu langsam zu sein. Ich würde sagen, Fullspeed, aber vielleicht Mitte raus. Ich bin da langsam gefahren, hab's nicht hinbekommen. Ich fahr jetzt raus, guck's dir vielleicht bei mir an. Und davor ist auch nochmal so. LOL! Digga, ich hab versucht rauszufahren, ich beim Rausfahren habe mich überdreht, ey. Oh, hab ich. Oh, ein bisschen zu langsam gewesen. Und da unten ist der weiße Warride. Und da muss man bisschen zu langsam springen, oder wie? Ich würde minimal leicht nach oben springen, ja. Aber Fullspeed. Dann ist, glaube ich, perfekt. Okay. So, leider sind meine Instagram-Zeiten jetzt durch den kleinen Sohn. Was heißt leider? Die sind einfach weniger geworden. Ich bin jetzt nur auf dem Scheißhaus ein bisschen am Wheelskyern. Und da bekomme ich jetzt richtig, richtig viele Babysachen angezeigt. Also richtig, richtig viel so, aber was tun, wenn sich das Baby verschluckt, irgendwie so welche Techniken so, wie man da irgendwas rausknallt, Alter. Hast du dir ganz viel Babysachen angeschaut und deswegen gibt es das, oder? Ja, ich habe natürlich, der Algorithmus achtet ja, deswegen Muchachos, ist auch super wichtig. Das ist ja auch so ein Feature. Teilen. Also wenn ihr Videos teilt und irgendwo bei WhatsApp dann verschickt, dann ist das, glaube ich, richtig gut für den Algorithmus.
denn ich habe das immer mit meiner Frau so hin und her geschickt. Ne? Das ist wichtig, das sollten wir uns vielleicht abspeichern. Nein! Ah. Ey, Junge! Und ich hab's jetzt zum zweiten Mal nicht geschafft, hier auszufahren, Alter. Ey, du kannst doch deine Runden drehen und dann beim zweiten einfach Reis, Abfahrt. Ja, aber ich muss Speed mitnehmen. Ja. Ne? Und immer wenn ich da versuche, mit Speed rauszufahren, dann scheppert mich die Schwerkraft weg. Also richtig, richtig viel Speed brauchst du nicht mal. Achso, wo bist du denn, Deko? Oh. Ja. Ja. Ich bin ja. Nee, weil ich habe mal gehört, dass Amazon so anhand von Bestellungen, nein! die auf Amazon getätigt werden, feststellen kann, irgendwie schon 6 Wochen vorher oder irgendwie sowas, dass die Frau schwanger ist. Alter, das wäre natürlich krank, also wenn das wirklich so ist. Und dann müsste aber eigentlich auch dein Amazon-Konto mit deinem Instagram-Konto verknüpft sein, damit du auch dementsprechend Reels bekommst, oder? Also ich glaube, es ist eher das, was du dann likest und was du schickst und teilst. Nein! Oh, fuck! Ich bin, ich hab den Sprung perfekt gemacht, Alter, bin geil gelandet und hab mich dann beim Landen überdreht. Aber Dekos das legendärer Satzanfang mit ich bin. Auf ich bin. Oh, ich fall auch um. Wow. Nee, also ich hab mal irgendwo gehört, dass du doch, also bevor der Schwangerschaftstest quasi ausschlägt und die Frau weiß, dass sie schwanger ist, kann Amazon schon anhand der Bestellungen auf Amazon nachverfolgen und rausfinden, dass du schwanger bist. Allerdings, keine Ahnung, plötzlich bestellt ist dann die Sprache mit von Amerika, wo natürlich bei Amazon auch viel, viel mehr bestellt wird als hier. Also hier kaufst du ja nicht unbedingt ganz viele Alltagsgegenstände. Ja. Also würde mich wundern. Oh, Alter. Aber was bekommt ihr denn so als Feed gerade also angezeigt? Ich will nämlich später noch auf eine bestimmte Challenge raus, die ich gerade neben den ganzen Babyvideos bekomme und möchte eure Meinung dazu haben. No November oder was? So ähnlich. Ist ja bald also, wieder, ne? Wir fragen erstmal Aris, nein! Ja? Aris, was bekommst du so rausgespielt? Oh, das ist easy beantwortet. Schafe. Ohne Ende Schafe. So Schafswolle, stehst du auf Schafswolle? Willst du ein bisschen Marino-Wolle haben, oder? LOL. Digga! Ey, ich hab mich so hart gerettet die ganze Zeit, ey. Aber du brauchst einfach Speed fürs Ende. Nee, achso, du hast es echt... Hast du das geschafft? Nein, ich beim Sprung vom weißen Warhead bin ich abgesprungen, wurde vom Windrad tangiert, hab's aber geschafft, mich in der Luft wieder zu fangen und zu lenken, dass ich lande und weiterfahren kann. Oh. Warte mal, ich bin da auch dran. Ich bin einfach Gott, Digga. Ich musste für das Windrad bei den Edwards noch so hart abbremsen. Ich bin gegen das Flugtor gedonnert vor dem Long Jump. Also Aris ist wohl ein Fan von diesem komischen deutschen Landwirt, der irgendwelche Merino-Wolle-Schafe hat und dagegen ist, dass in Berlin die 20. Dating-App installiert wird. Nee, nicht ganz. Sarah cool, und ich wollen walisische Schwarznasen-Schafe haben. So heißen die. Nochmal, was hast du gerade gesagt? Sarah und ich wollen irgendwann mal walisische Schwarznasen-Schafe haben. Ja, aber das ist... Können die besonders gut nuckeln oder was? Nee, die sehen besonders süß aus. So als Haustier, so wie heißen diese kleinen Schweinchen? Diese nee, die werden fucking... Oh, scheiße. Nein! Sorry. Wer war das? Ich. Scheiße. Also, ich dachte gerade, richtige Oldschool-Vibes hier. Die werden auch ganz normal groß. Also, das wären keine Mini-Schafe, das wären schon ganz normale Schafe. Ja, aber wo wollt ihr, also... Wie in der Wohnung oder? Nein. Da braucht man dann ordentlich ein Grundstück. Man kann ein Schaf zum Beispiel gar nicht alleine halten. 3 bis 4 Tiere sollten es am Anfang tatsächlich sein. Digga. Ja. Du glaubst, Digga, hat einfach direkt so ein Streichelzoo bei sich zu Hause. Ich wollte gerade sagen, hast du mal überlegt, was es so an Kosten wäre? Es geht. Also wenn man das Grundstück erstmal dafür hat, hält sich tatsächlich in Grenzen. Ey, willst du mich verarschen? Ich hab den Punkt nicht bekommen. Ich meine eher so die täglichen Kosten. Du kannst die ja nicht tagtäglich grasen lassen, oder? Doch. Kannst du. Und wenn die, keine Ahnung, wenn die mal, also ich kann dir schon mal sagen, Harry, der kleine Straßenköter aus Rumänien, was der uns schon alleine an Tierarztkosten irgendwie gekostet hat, alter Schwede, ey, das ist richtig crank, ey. Na, aber also, bei Schafen hält sich's tatsächlich einigermaßen in Grenzen. Ja, es kommen ein paar Kosten dazu, unter anderem Veterinäramt, weil in Deutschland brauchst du eine Betriebsnummer und so weiter. Aber ey, dann würde ich daraus aber
schon. Oh, auf, nein! Ey! Oh, ist das schön zu hören. Ey, diese scheiß Windräder, Alter! Oh, Alter! Also, ey, dann würde ich das Ding aber auch als Nutztier irgendwie nehmen, um zumindest ein bisschen Geld wieder reinzuspielen, dass du irgendwie Schafsmilch verkaufst oder die Schafswolle verhökerst. Hey, du kannst doch den Typen anrufen hier, der Schäfer aus dem Norden. Warte mal. Er hat auch die Firma, wo er seine Klamotten nur aus... Nee, wir können zusammenarbeiten. Oh. Boah, ich habe von dem Video gesehen, wo er auf irgendeiner Messe war. Und der hat auf der Messe hat er so einem Typen die Produkte gezeigt. Und die haben ja, also die Klamotten von denen sind ja so krass besonders, weil diese Schafswolle so atmungsaktiv ist und direkt die Feuchtigkeit vom Körper weg nach draußen teleportiert. Oh, feine Idee. Teleportiert finde ich geil. Aber die haben halt nur so Funktionsklamotten. Also Klamotten zum Arbeiten. Ey. Zum Atmen oder zum Arbeiten? Zum Arbeiten. Warte. Ich bin weg. Nur Klamotten zum Arbeiten. Aber die hatten dann auch auf der Messe ein Kleidungsstück, das war eine Bomberjacke. So ein bisschen, um halt Klamotten zu haben, die für Style sind und nicht für Arbeit. Ja, wie teuer? Boah. Weiß ich nicht. Ich hab sie gesucht, ich fand die richtig, die sah cool aus. Bin direkt auf die Seite gegangen von denen, hab gesucht, aber ich hab die Bomberjacke nicht gefunden. Vielleicht war das so ein Ausstellungsstück bei der Messe. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Finde ich schade, weil hätte ich sofort gekauft. Digga, die wäre locker bei 800 Euro oder so. Nein, so teuer ist das. Also das sind schon hochpreisige Klamotten, weil halt die Qualität krass ist. Und sind komplett, also das ist ja das Krasse und das ist auch das, was ich, wo ich immer mal Bock drauf gehabt hätte, Klamotten zu produzieren. Aber halt Klamotten produzieren in Deutschland, aus Rohstoffen aus Deutschland. Also komplett vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt alles in Deutschland gemacht. Also es wird schon teurer sein, aber es ist jetzt nicht wie so eine, ich habe ja die teuerste Jacke, die ich mir jemals gekauft habe, meine Parajumpers Jacke für 800, das war 2017. Warte. Wie viel Euro für eine Jacke nochmal? 800. Alter. Hallo für eine Winterjacke, Alter. Ich habe noch nie so viel Kohle für eine Jacke ausgegeben. Als wäre es normal, Digga, als wir in Russland waren, ja? Nein, Digga, hallo. Du tust das so, ich sage gerade, es ist mein teuerstes Kleidungsstück und ihr so, als wäre das normal. Digga, 800 Euro. Digga, diese Arschkrabben, Alter. 800 ist schon echt eine Ansage. Für 800 2017. 24 trage ich die immer noch. Okay, ja. Also nächsten Montag hole ich mir dann eine Hose für 2000 Euro. Also ist doch vollkommen normal, Leute. Egal, ich hole erstmal so ein Balenciaga-T-Shirt für 700. Digga, einfach das nur ist so, richtig so geil. Digga, das ist so dumm, Alter. Das ist einfach so ein komplett basic weißes T-Shirt, wo einfach nur Balenciaga draufsteht für 700. Warum 50. Baut ihr das so, Alter? Also diese Stelle ist gerade richtig brutal nice bei mir. Ich bin wie so ein Projektil, Alter. Ich bin wie so eine Munition, die hier so rausgeschossen wird, ey. Klack! Aber ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was die anderen Klamotten gekostet haben. Es war nicht so teuer. Also es war nicht so teuer wie meine Winterjacke. Oh lol. Was die da an restlichen Klamotten hatten. Aber du findest ja 800 Euro auch nicht teuer, also, ne? du hattest aber... abgehoben. Wie mir die Worte in den Mund gelegt abgehoben, werden, Alter. Digga. Richtig abgehoben, der Junge. Bei der Schafsrasse, das bringt übrigens nichts mit der Wolle, weil die Wolle, die kannst du zwar verwenden, aber nicht für Klamotten, dafür ist die zu rau. Genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, lass uns doch eine Koop machen. Wenn ihr Teppiche macht oder Spielsachen. Digga, scheiß auf Teppiche oder Spielsachen. Wir brauchen dafür für den Frozen Balls Share, ja? Haben wir danach noch so einen Wollteppich, Alter, wo du deine Eier schön trocknen kannst drauf. Ja! Das ist doch geil, oder? Das versucht meiner Frau zu erklären, was ihr mit der Schafswolle vorhabt. Diese Schafswolle ist doch so besonders wassertransportierend. Wir können vielleicht eine Frozen Balls Unterhose. Auch nicht viel. Ey, Digga! Entwerfen damit, mit der Wolle. Digga, das wäre doch geil, einfach so eine Frozen Balls Unterhose. Ja, kratzt aber am Sack. So viel hier fest. Weil sehr rau. Wer geile kühle Nüsse haben will, der muss leiden, ne? Nein, die werden wir doch. Digga! Jeder scheiß Windrad fängt mich weg, Alter! Ja, dann kommen wir erstmal hier her. Durch überall. Na, okay, überall ist zu viel. Nee, aber jetzt kommen wir mal zu meiner Sache, die ich auf. Wobei, wir haben Deko gar nicht gefragt. Deko, was kommst du so ausgespielt? Nein, ich bin auch. Also, ich habe jetzt am Wochenende zu viel gezockt. Ich fahre nicht so viel auf Instagram. Aber irgendwelche Comedy-Sachen immer. Ja, okay. Immer noch also, eigentlich diese geilen diese Chinesen, ja? Die sich die. Weiß nicht, Baseballschläger oder. Billardkühls in die Fresse hauen. Also du kriegst immer noch so sozusagen Default
Programm, weil all das, was jeder bekommt, wenn er Instagram sozusagen installiert und das erste Mal in die Reels reingeht. Da frage ich mich auch, ist das, bekommt jeder die gleichen Default-Reels oder ist das auch irgendwie abhängig davon, welche Programme du installiert hast und keine Ahnung, was du bei Facebook mal gepostet hast, weil das gehört ja zusammen. Also wie funktioniert der ganze Bums dann zusammen? Digga, ey, ich komm nicht mal mehr in die Tube rein, Alter. Ach, Digga. Ah, okay. Ey. Ich komm nicht mehr in die Tube rein. Wo seid ihr denn erst? Ich bin immer 15. noch bei dem Punkt mit dem Weitsprung. Alter, was? Den habe ich schon. Und ich komme nicht mal mehr hier in die Tube rein. Ich bin hier bei dieser weil mich die ganzen Windräder hier die ganze Zeit wegficken, ey. Ich bin bei dieser verdammten selbstgebauten Spirale, Alter. Und da werde ich die ganze Zeit weggebumst von dem Windrad. Ah, hier oben müssen wir hin. Ah, okay, jetzt habe ich wieder gerafft, wo ich hin muss. Ja, aber wir können noch mal festhalten, Deko, Default und Comedy-Kram, wie sich irgendwelche Asiaten in die Fresse hauen mit dem Baseballschläger, finde ich übrigens auch sehr, sehr lustig. Ja, und dabei eine Maske mit einer Tröte im Mund haben, also es ist wirklich... Das ist einfach geil, Humor, Alter. Ja, es ist random Humor auf jeden Fall, aber ich finde den auch geil. Und wir haben Ares, der sich irgendwie ein Schaf holen möchte, um sich richtig krass zu verschulden. Und den sehen wir wahrscheinlich demnächst bei Peter Zwegert und muss seine Schafe die schlachten lassen. Nein! Ich würde tatsächlich... Ich bin gegen die Klammer geflogen, Alter. Ich würde tatsächlich niemals auf die Idee kommen, die Schafe zu schlachten. Mittlerweile. Ja. Ich glaube, irgendwann also würde man die eher, glaube ich, irgendwie zu einem Gnadenhof bringen oder sowas, ne? Also bevor man die jetzt einfach random schlachtet. Peter Zwegert, ja, die Schafe geben noch, ja, wie viel wiegen die? 150 Kilo. Digga, sind dann schon wie 16 Jahre alt, Die werden nur so 12 richtig zähes Fleisch. Ja, da kriegen sie noch so 3,50 Mark. 3,50 Mark, das war noch für, halt, ne? Für 100 Kilo, also kriegen sie noch 7 Euro. Wobei, so Lammhaxe, so Lammhaxe. Hallo. Okay, also auf jeden Fall, ja, Ares wird dann irgendwann hardcore verschuldet sein, muss seine Schafe schlachten. Nein, ernsthaft, so teuer ist es gar nicht, Digga. Ernsthaft, die Grundvoraussetzung ist einfach, dass du Digga, das Grundstück hast. Er labert da rum, von wegen so teuer ist das nicht. Warte mal, bis ein so ein Viech mal zum scheiß Tierarzt muss, Alter. Ja, wenn. Ne? Das ist ja, ein fettes Wenn. Digga, das ist nicht Wenn. Ja, das also ja. Doch, es ist ein fettes Wenn. Es ist kein Ob. Oder falls, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, aber ich trage die Kosten auch nicht alleine, ne? Sondern auch mit Sarah zusammen. Und die verdient gar nicht mal so scheiße in ihrem Beruf. Würde ich sagen, da macht ihr einfach einen Streichelzoo. Ja, dann komme ich auch vorbei, weil ich liebe übrigens Streichelzoos. Ja, ich finde das immer richtig geil, den Ziegen da so ein bisschen Essen in die Schnute zu schieben und denen damit einen Gefallen zu tun. Das Digga, Marvin geil. Muss jetzt auch zu so einem anonymen Streichelzoo zu Ares kommen, Alter, weil er in allen Streichelzonen in seiner Umgebung Hausverbot hat, Alter, weil er den Schafen nur mal in allen Eiern rumkitzelt, ey. Nein! Ey! Nelle! Ein anonymen Streichelzoo. Oh Mann, ey. Oh, ja, ich hab mir diese Gespräche vermisst, ey. Oh, geil. Ey, Junge, ich kotze in deinen Hals, Alter! Ich kotze. Alter, diese Windräder, sie regen mich so auf, Alter. Wird alles abgerissen, der ganze Windpark hier. Alle, ey! Du kannst doch nicht immer noch da sein, ey. Ich bin immer noch da! Ey, und ich komm einfach nicht weiter, weil irgendeines der Windräder erwischt mich immer. Ich frage mich gerade, ob Nille genau das so einkalkuliert hat. Bitte in die Kommentare brezeln. Also ich will jetzt ja nicht losstänkern, ne? Es könnte aber sein, dass bei Deko die Rimmelräder wieder ein bisschen schneller unterwegs sind. Ey! Aber bei mir ist das alles so chillig, Digga. Die bewegen sich hier so mit dem Schneckentempo. Ja, wir werden es ja nicht. Naja, das Ding, also hier bei dem Punkt kann ich ja nicht wirklich uptimen, weil ich brauche den Speed. Ja. Lol. LOL. Nein, Digga, er fährt ins Ziel. Ich hab nicht mal den zweiten Punkt geschafft, aber ey, und jetzt springe ich wieder zurück! Aber auch, ich wollte doch gar nicht ins Ziel springen. Ich bin einfach nur richtig krass vom Wall abgejietet und hab dann Punkt eingesetzt und bam, sofort das Ziel. LOL. Jetzt habe ich gar nicht darüber geredet, was für Instagram-Challenges bei mir eigentlich angezeigt werden, Digga. Ich mach's mal ganz, ganz schnell und will eure Digga, Meinung bei Marvin sind so Baby-Schütteln-Challenges oder irgendwie sowas. Und will auch eure Meinung dazu haben. Muchachos, ja, das ging raus an euch. Wollte ich eigentlich schon vor ein paar Wochen mit euch zocken, als diese Challenge noch gar nicht so präsent war. Da geht es um sozusagen Follower-Geier-Challenges. Ne? Ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, was es da so für Sachen gab. Ja. Es geht eigentlich kurz darum,
hier pro Follower mache ich das und das. Wenn ich 1000 Follower habe, mache ich 1000 Mal das und das. Also, wenn ihr Follower seid, dann spende ich für jeden Follower einen Obdachlosen. Oh. Du musst schneller sein, du musst schneller sein, es wird nichts. Ja, doch! Doch! Ja! 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 Oh, Alter, war das knapp, ey! Alter, Marvin, der Zweifler einfach, ey. Was hast du für ein Mindset? Nico, der High-Performer hier. Digga, du musst glauben einfach. Oh, geil. Diese Kacke mit den Kackstangen, ja. Oh, Junge. So, ja, erzähl weiter. Ja, ich habe mir was aufgeschrieben, wie zum Beispiel, für jede 1000 Follower füttere ich einen Obdachlosen durch. Hä? Oder für jeden Follower mache ich einen Salto. Oder es gibt auch sowas wie Glücksspiel. Sachen, wo man zum Beispiel für jeden 10. Follower setze ich bei Blackjack 10 Cent. Und da habe ich jetzt einen Typen, der jetzt irgendwie schon bei, keine Ahnung, irgendwie, der muss jetzt jedes Mal irgendwie schon 8000 Euro beim Blackjack setzen und ist aber schon richtig heftig im Plus. Also es gibt so richtig weirde Challenges. Eine Challenge gab es auch noch, dass jemand, wenn er 100.000 Follower hat, dass er dann das macht, was der Top-Kommentator geschrieben hat. Und da war das dann sowas wie, er zieht nach Thailand und besucht dort eine Muay Thai-Schule und kommt dann zurück nach Amerika und wird hier der beste Muay Thai-Schüler und so weiter und so fort. Also so richtig random Sachen. Ja, aber das macht doch keiner, oder? Ja, der hat jetzt inzwischen so viel, hat es nicht gemacht. Und das, jetzt das Geilste, jetzt gibt es schon Leute, die darauf reagieren, sagen, die den Typen zeigen, so ein kleines Kind ist das, und sagen, er hat es nicht gemacht, aber wenn ich die 100.000 voll mache, dann mache ich das und das, fahre ich nach Thailand und dann hat der auch schon 100.000 und dann gibt es wieder einen, der wieder darauf von den ersten beiden reagiert, ja, die beiden haben es nicht gemacht, aber ich mache es dann, wenn wir die 100.000 hier voll haben. Also es wird einfach immer mehr, es ist so random, Alter. Und ich frage mich so, ey, warum sind wir gerade in so einer komischen Challenge-Zeit, wo es so komische random Follower-Geier Sachen gibt. Also ich finde das richtig, richtig gut. Herr Deko hat den Punkt hier schon? Ja, lol. Ich bin gerade angekommen, ich habe gerade meinen ersten Try gemacht. Aber du bist auch richtig geil vorbeigekommen, weil auch bei dieser Spirale nach oben, da gab es noch so viele Möglichkeiten, wie du weggeheatet bist. Ja, und ich habe gefühlt alle mitgenommen. Ich würde weiter rechts fahren. Ja. Damit du, ja, Deko ganz an rechts an die Wand, damit du nach rechts geschleudert wirst. Keine Ahnung, das ist übrigens das Projektil, ja, das ist die Waffe. Da musst du danach jetzt rein. Also, was halt Follower, also das ist ja immer, irgendwer sagt hier, gib mir so und so viele Follower und dann mache ich das und das und dann bekommt er so viele Follower und dann macht er das aber nicht. Ja, weil irgendwann wird's einfach krank, weil wenn man zum Beispiel sagt, für jeden Follower mache ich einen Salto, dann geht das vielleicht noch bis 200 Follower ganz gut und dann sieht man auch, dass er das bis dahin durchgezogen hat, aber irgendwann haben die 100.000 und dann, ja. Also das ist ja, erstens ist das ja begrenzt, weil irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und da wollen die Leute natürlich genau, dass der verzweifelt. Und zweitens ist das doch auch nicht langfristig. Also dann. Also das ist doch richtig random. Schon ein bisschen, ne? Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, zwar ein bisschen. Ich hab's übrigens nicht in der. Ich hab's nicht in der Bewegung gemacht, ich stand dann da. Also was sagst du? Wir wollen sowas auch machen? Ja, wir müssen dann nur irgendwas machen bei jedem. Zum Beispiel, wir könnten jetzt sagen, für jeden Follower essen wir eine Pepperoni. Dann würde das jetzt irgendwie. Hätte ich gar keinen 20 Bock drauf. 20 Pepperonis würde es noch gut gehen. Und dann bei 1000 Pepperonis würde es schon so langsam und vorher vielleicht auch schon schwierig werden. Das aber heißt, wir müssten irgendwas machen, dass wir die 1 Million Abonnenten auf YouTube vollziehen. Eigentlich schon. Wir müssen irgendwas machen. Wir könnten dann machen wir bei allen 10.000er Schritten. Machen wir irgendwas. Ja, Deko, du musst einfach, ja, wir machen das so wie Jackass, ja, wie Jackass. Vielleicht kennt ihr noch die gute alte Zeit, als die Frau aus einem Mülleimer eine volle Windel gegessen hat, was natürlich ein Schokopudding war. Aber wir könnten so machen, dass Deko bei jeden 10.000 Abonnenten, die wir voll machen hier auf YouTube, wir müssen es aber eigentlich auf Instagram machen, weil YouTube ist da für den Algorithmus eigentlich nicht gut genug für. YouTube Shorts. Isst du eine Windel von meinem Sohn? Es ist gerade nur Milch. Warum genau soll ich das machen und nicht du? Ja, weil ich musste die Scheiße schon wickeln. Ne? Du kannst ja auch mal irgendwie deinen Beitrag dazu leisten. Ja, Alter. Das war direkt das Kind mit einem Beziehen, Alter. Schwede. Wir können auch für jede 10.000 Follower das Kind einmal schütteln und gucken, ob es danach noch heile ist.
Wie so ein Ü-Ei. Das ist so crank, Alter. Oh, Mann, ey. Das ist natürlich nur ein Spaß gewesen, Muchachos. Ich sag's noch mal eben kurz. Ja, da darf man echt, da muss man aufpassen. Ey, ich krieg diese Scheiße auf Teufelkameras nicht hin. Fallen die Muchachos ja irgendwie Challenges ein, die wir machen könnten. Zum Beispiel irgendwie... Ja, für alle 10, für jeden Follower eine Zitrone ins linke Auge. Zum Beispiel, wie wär's mal, wenn ihr zumindest ein Projekt beendet, wie zum Beispiel Cartman oder South Park, wie Truth of the Stick oder Stick of the Truth, wie hieß der erste Teil, der nur eine Folge lang kam, so ein random Kram. But... Nein, das war Fractured Butthole. Das war der zweite Teil, den habe ich durchgespielt. Digga, Deko, ich sehe, wie du die ganze Zeit das Gleiche machst und was anderes hoffst. Mach doch mal was anderes. Ja, du hast doch gesagt, rechts an die Wand stehen und dann hat das immer geklappt. Ja, aber das kommt ja drauf an, auf welcher Höhe du bist, Brudi. Natürlich ist da nein, das Windrad ist einfach unterschiedlich stark. Manchmal fliege ich richtig gut weit und manchmal fliege ich nicht richtig gut weit. Nee, weil du dann auf unterschiedlicher Höhe da bist. Oh, komm schon! Im Gesicht, ey. Dann müsste ich ja eigentlich weiter nach hinten gehen. Ja, weil dann der Hebelweg besser ist. Nein, weiter nach vorne. Aber dann fliege ich doch weiter nach vorne und nicht weiter nach oben. Ja, und dann musst du eben das Glück haben, dass sich das noch ein bisschen mehr mitreißt, ne? Wie gesagt, ein bisschen der random Moment. Er macht immer das Gleiche und hofft, dass es anders wird. Aber du musst halt Glück haben, dass dich mehr mitreißt. Ein bisschen random Momente sind nach wie vor dabei. Digga, aber du stellst dir immer nur blöd an. Chaco-Kopf, Alter. Ja, so ist gut, glaube ich. Nur um jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Genauso wie davor auch. Ich stand komplett anders als sonst. Ich fliege genauso wie sonst auch. Oder du machst das wirklich mal irgendwie Fullspeed während der Fahrt, wenn dich das irgendwie glücklich macht. Vielleicht ist ja bei dir einfach irgendwas anders besser. Nee, ich will nicht Fullspeed. Das war der beschissenste Try, ey. Wobei, wenn du da hinten drauf landest, wäre lustig. Digga, ihr seid ja echt schon hardcore schlecht. Also ich habe das hier in 20 Minuten durchgehauen. Ey, ihr seid immer noch hier beim dritten Punkt, ey. Digga, wohin, Mann? Aber danach, Digga, der Zufall ist einfach da. Danach ging aber, also wenn ihr das mit der Pistole dann noch geschafft habt, dann ist eigentlich alles chillig. Danach geht's, sagst du, ja? Ja. Oh, ja, genau sowas meinte ich. Wo du so mitgerissen wirst. Aber jetzt war es eben nicht rechts genug, ne? Ey, komm. Oh, bitte. Aber genau so muss er dich mitreißen. Oh, ich hab ihn. Ja, aber er konnte mich jetzt halt mitreißen, weil ich halt drauf stand. Aber wenn ich weiter rechts bin, dann stehe ich ja nicht mehr drauf. Oh, Ares hat das, Digga. Ja. Wie? Oh. Kollege Lack war wieder unterwegs. Ja, Baby! Den sah ich doch. Okay. So. Einfach Profi-Deko, Alter. Richtig reinballern, das wird jetzt die Pistole. Schnell durchfahren, würde ich sagen. Ihr müsst schon ganz durchfahren. Oh. Nein! Das heißt durchfahren? Okay, geil. Schade. Ich bin genau zwischen Pfeil und Tor. First Try gefallen. Also da kann man auch noch verkacken. Ich wünschte, Deko würde da auch noch verkacken. Genau in den Schlitz. Bei mir war es close, aber ich hatte ihn. Bitteschön. Oh. Oh. Ja, komm. Flottiger. Ja, genau. Komm, Baby! Oh, das geht ja zu easy hier. Yeah! Oben musst du. Achso, ihr könnt ja immer noch verkacken. Ja. Ja, andersherum. Also so wie Ares rechts lang fahren und dann rausspringen. Aber eigentlich ist es easy. Ja, aber Verkackpotenzial ist da. Ja, first try, sag ich dir. First try. Jo. Hab ihn. Okay. Wenn Deko sich das anschaut, so, Mathematik, x hoch 4, eulersche Zahl gegen ja, wo minus kann ich minus. Da, muss Alter. Ich da drauf landen? Muss ich so komisch springen? Hä? Oben einfach da rausbrezeln, ne? Dass du ein bisschen nach hinten kommst noch. Aber so richtig drauf landen musst du nicht. Nö. Digga, er springt einfach mit 2000 km/h da raus, er kann gar nichts, ey. Digga, ich hab kurz berechnet, Alter, analysiert. Oh. Ja. Und schon haben wir das Ding, ey. Wir müssen übrigens nach, also Mitte oben, würde ich sagen, Mitte oben Fullspeed. Wer? Bitte oben Fullspeed, mit oben Fullspeed. Da, musst du drauf. Mit oben Fullspeed! Und da muss man sich drehen noch. Was, Ares hat das First Try? Ich hatte es mehr oder weniger. Ich hab First Try nicht mal mitbekommen, wo ich überhaupt hinfahren muss. vielleicht doch ein bisschen, höher. Das war zu niedrig, zu hoch, meine ich. Alter! Da kannst du rüberspringen, Deko. Wo kann ich rüberspringen? Da, wo du gerade gegengeknallt bist. Du musst nicht da drunter. Also dann spring lieber oben raus.
Ja, Windräder, okay. Ne? Ey, aber das. aber ich finde die Map. Also. Die geil. Ich feiere eh diese ganzen Windmill-Sachen. Digga, die Windmill-Ficken, Ficker. Warte mal. Ja? Die Windmill-Ficker ficken mich zu häufig. Okay. Richtiger Zungenbrecher die hier. Die Windmill-Ficken. Ey, Digga! Oh, ist das schön zu sehen bei dir, ey. Warte mal im Spawn irgendwie eine Sekunde, damit du mal einen anderen Tonus drin hast. Ja, Digga, wenn du immer das gleiche machst, warte mal, ich spawn ja auch immer wieder genau im gleichen Rhythmus. Deswegen muss ich ja nur einfach eine Sekunde warten und dann bin ich mal im Rhythmus drin. Siehst du? Du hast eine Sekunde gewartet, bam. Da bist du auch durch, bam. Einfach mal auf Pro-Bosser hören. Ja, das geht doch, guck. Diese Sackfeature, da bist du durch. Alter. Oh, ja. Und da fährt er einfach komplett gegen. Ja, als hätte ich jetzt eine Wahl gehabt, ob ich dagegen fahre oder nicht, Alter. Das war deine scheiß eine Sekunde. Oh, nein. Wäre ich eine Sekunde früher losgefahren, wäre ich dann nicht reingefahren, Marvin. Oh, ich hab's irgendwie vermisst, Alter. Ja, ist doch so, Alter. Den anderen aber verkackt. Ist sogar wissenschaftlich überprüft. Scheiße, wie fahre ich denn, ey? Dann kannst du trotzdem gleich noch hinkriegen. Na, klar. Oh, was kommt danach nochmal? Warte mal, Bisschen. Ab danach kann ey, Nillemann! Digga, ich krieg ja Augenkrebs, wenn ich Deko zuschaue. Schau ich über Ares zu. Hat er den Punkt zumindest? Ich hab den, ja. Digga, dann sind Augen aber entfernt, ey. Ja, genau. Ach, da bist du. Dann hast du es jetzt eigentlich auch gleich. Wer gleich übertreibt, ey. Warst du 30-Minuten-Challenge eigentlich? Ihr seid ja, 20... Nein. Ey. Ich weiß leider nicht mehr, was da kommt. Ich glaube, nach oben springen einfach. Ja. Nein, ey! Und ey, Digga, wie hätten, ja. Ei. Ey. Ich höre doch niemals mehr hin, Alter. Wie Ei. Ich höre. Ey, wie viel Glück ich hatte, um da durchzukommen bis dahin überhaupt, ey. Ach, ja, beim letzten Punkt würde ich warten, Ares, also wenn du den nächsten Punkt hast. Ja. Weil der Wall ist relativ easy und dann springt man sofort ins Ziel rein. Ja, alles klar. Also erster Punkt noch einsammeln. Fahr ruhig. Nee, nix. Ich schaff das doch eh nicht mehr bis dahin. Ja, schaffst du das. Digga, die Windräder, sie machen mich einfach richtig platt, Alter. Wir haben einfach gehört, dass der Windmühlenkontrolleur kommt. Ey! Stimmt. Vielleicht zieh mal kurz deinen Anzug aus, ja? Vielleicht. Meinst du, ich soll vielleicht undercover? Ist das wie, ja, vielleicht ist das wie beim Stier, dass du rot trägst, dass die Windmühlenkontrolleur darauf einfach reagieren. Zivil. das Theorie hier wieder. Ja! Wusstet ihr eigentlich, dass Stiere eigentlich farbenblind sind? Nee. Ich hoffe, ich laber keinen Scheiß, ich google das kurz. LOL, nein! LOL, du hast ja verkackt, Digga, wie schlecht du bist einfach. Digga, so ein richtiger Deko-Fact, Alter. Wusstest du eigentlich das? Warte ganz kurz, ich google nochmal eben. Ja. Fazit ist aber, die Farbe ist egal, der Stier ist farbenblind. Allein das Schwenken des Tuchs sorgt dafür, dass der Stier wütend wird. Das ist also nicht die rote Farbe, Muchachos. Clear Bosse hat mal wieder alles gecleared. Oh, Deko könnte es jetzt hinkriegen. Oh, da bin ich ja glatt dabei, hier mit Deko mal zuzuschauen. Digga, oh. Dieser scheiß Baum, Alter! Baum? So, jetzt schaue ich Deko zu, jetzt schafft das. Ja, der Sprung war super. Danke, Marvin! Ey. Alter, Digga! Ich hab schon meinen scheiß Windmühlenkontrolleuranzug ausgezogen. Dieses verfickte Windrad! Ey. Alter, ich nimm dir alles mit, das geil zu sehen, ey. Ja, aber also jetzt, wo du mir zusiehst, drehen sie sich bei mir schneller als bei dir? Nee, glaube ich nicht. Ob gefühlt schon. Nicht, aber es könnte sein. Ey, also, Digga! Wie viel in FPS der Luft, hast du? Was soll ich? Ich kann da nicht mal irgendwas machen daran! Wie viel FPS hast du? Ja! Ja. Ich hab 140 die ganze Zeit. Ja, müsste ich um den Dreh auch haben. Digga, wie langsam Ares das fährt einfach. Ja, weil die Karre. Tee trinken, weil du eine Muschi bei meiner Oma? Halt mal die Fresse da auf den billigen Plätzen! Weil du eine Muschi bist. Ja. Digga! Lass mich raten. Muschi und so. Ey! Oh, fuck, war das close. Digga, Boxershorts. Nee, nix Boxershorts. Regulär eingenommen. So. Ja, alles gut. Das ist jetzt hier der Punkt, oder was? Digga, das kannst du doch mit keinem erzählen, die Scheiße, Mann! Hey, Digga! Warte, ich schau jetzt nochmal Deko zu. Ich auch. Ich brauch diese Sicht. Ey! Mit Tennisknüppeln. Digga, fick meine Eier, Alter! Das kann doch. Lieg jetzt einfach, das wäre geil. Alles kommt mir ins Ziel. Hör mal, Digga, ich. Ey.
Ey, ich gleich liebe ich wirklich, Alter. Arschlecken! Jedes verfickte Windrad! Aber vielleicht direkt in den Punkt. Oh, Digga. Also ich hatte auch meine Probleme, es hat mich wirklich häufig weggefegt, aber so häufig wie Deko auf jeden Fall nicht. Hey, warte! Das macht mich so unvorstellbar glücklich. Digga, wie so ein Aufschlag beim Volleyball. Hey, was ist hier los, Mann? Ich meine, es ist doch hier, es gibt doch Wahrscheinlichkeiten für sowas. Das kann doch nicht sein, Alter. Soll ich im Lotto spielen jetzt oder was? Dass ich hier jedes fucking Windrad mitnehme. Nein. Ey, der eine Try, wo ich durchkomme. Digga, ihr seid aber auch echt schlecht, ey, ne? Wir waren doppelt so schnell. Ja, nein. Weil du einfach Lackbosser bist. Das ist einfach so. Windräder, was ist diese? Du bist die Map einfach ohne Windräder gefahren. Das wird sein. Digga, ich wette, bei Marvin standen die Windräder einfach ey. Wenn ich noch einmal so ein Windrad aus der Luft tut, dann fahr da oben. Hier. Ja, ja. Und jetzt oben springen, ja. Oh. Pass auf. Oh, warte, komm, fahr weiter. Digga. Ja. Wieso bist du nicht einfach weitergefahren, ey? Ja, nee, ist klar, Alter. Okay, da kommst du easy durch, ja. Ja, sah gut aus. Digga! Das Ding, das er, hey! Oh ja. Ja. Also jetzt kannst du euch nicht mehr. Er brennt den Fett genau rein. Oh schön, ey, Digga. Was soll ich machen, Alter? Ey, du hast jetzt aber verkackt, weil du einfach scheiße gefahren bist. Ey, Deko, ehrlich. Ey, lau mir nicht zu, Alter, dass ich scheiße gefahren bin. Ja, das kannst du. Ab jetzt kannst du alles retten hier. Und jetzt? Oh. Das kannst du vielleicht nicht unbedingt retten. Das kannst du jetzt wieder retten. Ja. Und jetzt langsam in die Tube oben. In die Tube oben. Toll. Ey, Deko. Du kannst bestimmt neu anfahren. Das wäre aber dann schon eine Boxershot. das war dann noch verkackt. Wie kannst du da noch? Die einfachste Passage. Ich bin reingefahren, hab mich einfach instantly überdreht, ey. Ich hab nicht mal Gas. Ich bin vom Gas gegangen, als ich reingefahren bin. Und er überdreht sich. Da oben war übrigens der Punkt, ne? Der ja, ich hab den Punkt gesehen! Also halt mal fest, Marvin ist jetzt Papa Bosser, Deko hat hier die hellste Lebensfreude und ich will irgendwann Schafe haben und kann Privatinsolvenz anmelden. Genau. Muchacho, für jeden Follow macht Deko ein Try mehr. Oh! Ja, das Für gut. Jeden Follow respawne ich, falls ich da in der Tube ankommen sollte. Ey! Falls er in der Tube ankommen sollte. Ja. Digga. Ja. Ja! Alter, was soll ich denn machen, ey? Der Frankfurter Slang kommt schon raus. Ey, was soll ich machen, ey? Endlich normale Menschen. Oh, der war gut, richtig schön ausgewichen. Das kannst du jetzt abtimen. Sehr schön. Das kannst du nicht abtimen. Jetzt kannst du wieder abtimen. Nein, ich das. Jetzt reinspringen. Ja, sehr gut, weil du dem ausgewichen bist. Und jetzt? Langsam. Einfach nur normal, ja? Einfach nur normal fahren, ja. So. Jetzt einfach oben droppen. That's it. So. So schön, Deko, dass Sie da sind. Kurze Frage, wie ist Ihre Gefühlslage und warum haben Sie so lange gebraucht für diesen Punkt? Ja, wo hat es gelegen, ne? Also am Ende fragt man sich immer, wo hat es gelegen? Also was soll man sagen? Wo hat es gelegen? Man fragt sich immer am Ende, wo hat es gelegen? Oh. Und jetzt kommt wirklich super einfache. Du, Digga, willst du auch einen Tee mit meiner Oma trinken oder was? Digga, ich will hier nicht wieder 5 Tries für so eine Scheiße brauchen. Du brauchst auf jeden Fall jetzt schon mal nicht so lange wie Ares, Digga. Der hat hier auf jeden Fall einen Tee getrunken, hat hier noch die Kekse ausgepackt und hat über Gott und die Welt philosophiert. Über meine Schäfchen. Oh. Okay, da kannst du es auch wieder verkacken. Ich bin aber Fullspeed losgefahren. Ich habe das Windrad nicht mehr bemerkt.
Ja, ah, das ist echt langsam. Ich bemerkt. Fullspeed, Fullspeed. Also das ist wirklich langsam. Oh. Gut. Oh. Und jetzt? Und jetzt werde ich Erster. Also man kann auch vorher abbremsen beim Ziel. Nur wenn man es weiß. Ja. Ja, da ist schon das Ziel, glaube ich sogar. Ja. Wir müssen nur den Ball zweiten Ball wechseln, oder was? Ja. Dann seid ihr durch. Einmal. Oh. Einmal schön, wenn ihr das beide hinbekommen würdet. Oh. Jetzt, ne? Oh! 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 Jo! Jui! Mein, also. Oh, Ares ist drin! Danke fürs Warten! Bremst ist da nicht, du! Mach hin, jetzt! Ja, genau. Oh, Alter, einfach Digga, wie? Der Ehrenmann, Ares! Ja! Hast es doch! Gut. Wusste ich doch, dass du es schaffst, easy, war gar kein Problem! Digga, also ich muss sagen, dieser Windpark. Muss abgerissen werden. Nee, ja, da waren ganz klar die Taktung. Nein, geil. Nee, der war auch schon. Deine Matchup immer wieder geil. Es ist uns eine Freude. Die beiden haben jetzt echt doppelt so lange gebraucht wie Papa Bossa. Man kennt ihn. Herzen geht raus. Vielen, vielen Dank für die geilen Maps. Sowas brauchen wir jetzt, sowas Schönes, Knackiges. Aber bei den anderen, die können sich vielleicht nochmal eine Type Skill kaufen und dann läuft das alles ein bisschen besser. Heute hat Deko ordentlich gelitten, das war unsere Freude. Ja. Ich hoffe auf eure. Schaut bei Ares vorbei, schaut bei unseren Partnern vorbei. Nach wie vor 30% bei Merchandise und bei Triebwerk ist auch immer irgendeine Aktion. Ne? Wisst ihr Bescheid, bis denn Antenne. Herzlich geht raus, reingehauen. Bye, bye.